Wickermann und die Verbindung mit Sunna stärken. Erste Sache. Was wissen wir über Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Was wissen wir auch über sein Sira, seine Biografie? Denn das ist auch ein Zeichen der Liebe. Du sagst, ich liebe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aber du kennst nichts über ihn. Ist das eine Liebe? Und Alhamdulillah, heutzutage, es gibt gar keine Entschuldigung. Alles, was du suchst, findest du. Es gibt genug Bücher über Sira. Es gibt genug Vorträge über Sira. Aber Fehler liegt bei uns. Und auch unsere Kinder. Was wissen wir über Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Die meisten nichts. Wallahi, es ist richtig traurig. 10 Jahre, 12 Jahre, du fragst ihn, wie heißt dein Prophet? Keine Ahnung. Oder sogar Großen, sogar Älter. Du fragst ihn ein paar Fragen, die jeder wissen muss. Und der sagt, ja, das haben wir damals gelernt, jetzt habe ich vergessen. Subhanallah, wie kann das sein? Hast du Aqida vergessen? Wie kann das sein? Du fragst ihn, gib mir nur 4 Sahaba. Namen meine ich. Gibt hier andere Namen, die nicht mit Sahaba zu tun hat. Aber 30 Fußballspieler von Real Madrid und Barcelona mit Ersatzspieler, sagt er auch sogar. Ist das keine Schande? Das ist eine Schande. Und sagen wir, warum sind wir so geworden? Wir sind richtig weit weg von diesen Sachen. Was uns stärkt, dass du nah zu Allah Azza wa Jalla und sein Gesandter bist, nicht sein Sira. Wenn du jemand liebst, dann gedenkst du auch ihn mehr. Kama qala Allah Azza wa Jalla. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون نحن كفرنا بأدلة رسول الله صلى الله عليه وسلم er sagt hier, هذه الطريق, das ist der Weg, nimmst du andere Weg. Ich habe euch gesagt, es gibt manche Leute, die sagen, es gibt Hadith, die altmodisch geworden. هذا عيب, dass du sowas sagst. الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام ist bis يوم القيامة. Nicht, dass du jetzt sagst, es gibt Ahadith und manche Sachen, die schon alt geworden sind. Alt geworden, سبحان الله. أيقول هذا مسلم؟ Sagt ein Muslim sowas? تعلم سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلم سيرة الصحابة رضي الله عنهم تعلم سيرة الأنبياء Bei uns ist wir rennen nach Dunya und Dunya rennt von uns weg Wallahi Das war Gegenteil صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم Die haben nicht nach Dunya gerannt Und Dunya ist nach denen gerannt. Und die waren überall. In der ganzen Welt haben die geherrscht. Mit was? Mit das hier. Al-Quran. Kalamullah Azza wa Jal. Kitabullah Azza wa Jal. Was ist damit bei dir? Aina haluka wa kayfa haluka ma al-Quran. Ma kitabillahi ta'ala. Wie ist dein Zustand mit diesem Buch? Weil Kitab, هذا كتاب حياة, das Leben, Allah Leben. Jeder von uns, ich gebe euch Garantie, jeder von uns hat 2, 3 Koran zu Hause. Aber nie auf. Was ist mit das hier? Wie oft hat das in deiner Hand? Hast du das in deiner Hand? Wie oft? Das hier oder das hier? Stell mal vor, dass wir Al-Quran wie Hindi haben. Wie werden wir werden? Das sein.
كلام الله كتاب الله دستور الله haben wir das in Stich gelassen. كما قال ابن قيم رحمه الله من لم يقرأ القرآن فقد هجر القرآن ومن لم يستمع للقرآن فقد هجر القرآن ومن لم يعمل بالقرآن فقد هجر القرآن ومن لم يتداوى بالقرآن فقد هجر القرآن lesen, hören, machen, was im Koran steht und auch nimmst du auch als Heilung. Wenn nicht, du hast Al-Quran im Stich gelassen. ما حالك مع القرآن؟ Wie bist du mit Koran? كم تقرأ في اليوم من القرآن؟ Wie oft liest du Koran? إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. القرآن حياة، والله حياة. إن عرفة يوم عرفة لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح صلى الله عليه وسلم حج لمخطط رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حج إلا مرة واحدة hat nur einmal Hajj gemacht. جاء يهودي schau mal, ein Jude kam zu Umar ibn Khattab رضي الله عنه, sagte ihm, يا عمر, ihr habt ein Ayah in Koran. Wenn wir diese Ayah bekommen haben oder hätten, werden wir an diesem Tag Feiertag machen. Sagte ihm, schau mal, Omar, hat er Wissen. Hat er ihm nicht gesagt, na welche oder ich weiß nicht. Hat er Wissen, hat ihm auch gegeben. Sagte, Wallahi, ich weiß welche. Und sogar, ich weiß auch, an welchem Tag runtergekommen ist. Und an diesem Tag ist auch für uns ein Feiertag. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. من أتم ومن أكمل؟ الله عز وجل. Was wisst ihr, was أتم وأكمل? Vollständig. أكمل وأتم. أكمل heißt, zum Beispiel, diese Eierpäckchen, wie viele Stück sind die? 10 Stück, oder? 10 Stück in Verpackung, 10 Stück. Kamila, 10 Stück. Aber Atamma kann sein nicht, dass sie Atamma ist, dass Tamma ist. Warum? 10 Stück kann sein, dass einer leer ist. Das heißt nicht Tamma. Kamila, nein, aber nicht Tamma. Das heißt 10 Stück Eier, aber kann sein, dass, oder sag mal 6 Flaschen Wasser. Du nimmst das nach Hause, Kamila, 6 Flaschen. Aber kann sein, dass eine Loch hat, leer gemacht, sind nur 5, obwohl das ist 6, aber drin ist kein Wasser mehr. Das heißt nur Kamila, leset mit Tamma. Al-Quran, Al-Islam, Dinun Kamil. Sei stolz, dass du Muslim bist, Achi, Wallah. Aber musst du was machen? Mindestens, dass du nur für dich etwas machst. اقرأ القرآن اقرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ صحابة محمد صلى الله عليه وسلم كذلك وتاريخهم. Die sind für uns Vorbild. Die sind unser Vorbild. Nicht jemand andere. Und auch jeder von uns muss ein Ziel haben. Unser Ziel ist Paradies. Allah, das ist unser Ziel. Alles, was ihr in Dunya seht, das ist alles nur Märchen. Die meisten von euch sind über 20 Jahre. Wenn ich euch frage, wie war diese 20 Jahre? Wie ein Blitz. Das heißt, was noch kommt, noch schneller. Kann jeder das auch mir auch bestätigen. Besonders die alten Leute. 30, 40, 50, 60, 80 Jahre alt. Vorbei.
Ja, leitani qaddamtu li hayati. Ich hätte nur für mein was, mein Leben etwas vorbereitet. Denn ad-dunya zaliya. Ad-dunya ma summiyat ad-dunya dunya illa annaha daniya. Ledrikt. Aina kan Adam? Wo war Adam alayhi salam? Kana fil jannah. Als Strafe kam er hier auf diese Erde runter. لهذا يقول الله عز وجل يا أيتها النفس المطمئنة بس ارجعي كانت سرك ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي دفاس ان باراديس أنت كنت في الجنة. Ich gebe euch ein Beweis, subhanallah. Qala sallallahu alayhi wa sallam. Wenn inshallah jeder von uns das Paradies bekommt und reinkommt, Allahumma rzuqna al-Jannah. Wenn jeder von uns reinkommt, du gehst direkt zu deinem Palast. Du brauchst keinen Makler, der dir das zeigt. Wallahi, direkt. Du weißt genau, dass das dein Paradies ist. Du weißt genau, dass diese Frauen sind von dir sind. Nicht, dass es, wo ist mein Palast, wo ist das? Nein, direkt. Warum? Du warst da. Das ist dein Ort. Al-Jannah. Und ماذا يقول الله عز وجل عن ذلك? وسارعوا. Was heißt, wisst ihr, was das heißt? Eilt euch. Hier musst du eilig sein. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. Wie ist die? وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أخي, wie kann sein, dass die Paradies breit ist wie die Himmel und die Erde und du bekommst keinen Platz? Das ist ein Schande. Allah marzuqna al-Jannah. Nein. Nein. Das heißt, die Frage von dem Bruder ist Grenze. Wie soll ich, oder wie kann ich Muhammad sallallahu alaihi wasallam, welche Grenze liebe ich Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beispiel die Ahle Kitab. Nein. Ja, nein. Ja, nein. Nuhibbu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ka Rasul. Er hat selber gesagt, La tatruni كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا رسول الله وعبده فقولوا عبد الله ورسوله. Das heißt, ihr dürft nicht übertreiben. Ich bin ein Diener von Allah Azza wa Jalla, sein Gesandter. Nicht wie die Christen. يؤلهون. وقالت النصارى عيسى بن الله وقالت اليهود عزير ابن الله. Nein, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khalilun, nuhibbuhu, wir leben ihn, aber wir übertreiben nicht. Lahu makana, hat einen Wert bei uns. Wallahi, keiner weiß richtig, wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam wertvoll ist, außer Allah azza wa jalla. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah Azza wa Jalla hat meisten Propheten und Gesandten mit deren Namen genannt. Ja Nuh, ja Ibrahim, ja Isa, ja Yunus, ja Yusuf. Aber immer Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn er auch seinen Namen nennt, kommt direkt Rasulullah. Immer mit seiner Botschaft. Das heißt, es gibt Grenze. Wir lieben Rasulullah sallallahu alaihi wasallam und wir wissen, dass er der beste Mensch ist. Dass er für uns inshallah auch Schafa'a macht. Aber la nu'allihu. Er bleibt ein Mensch. Kama qala sallallahu alaihi wasallam kadalik. La taj'alu qabri 'ida. Sein Grab, auch wenn du in Medina bist, nicht jedes Mal ihn besuchen. La taj'alu qabri 'ida. Das heißt, ma al-'id yatakarrar. Jedes Mal, nein. Warum? Ar-Rasulullah hat immer Angst, um Schirk zu machen, damit wir keinen Schirk machen. Es gibt Leute, die zum Beispiel
Die sagen, die meisten, die so viele Leute sind. Und besonders auch bei Kandil, wie die auch behaupten, Eid al-Mawlid oder zum Beispiel Rajab, Al-Isra al-Mi'raj, das alles hat nicht mit Sunna zu tun. Sogar seinem Geburtstag, wie die Leute auch feiern, sicher, dass er an diesem Tag gestorben ist. Am 12. Rabiul Awal gestorben, sicher. 100%. Aber wann er geboren ist, gibt es viele Meinungen hier nicht. Am Montag geboren. Aber Rasulullah sallam, wie gesagt, er bleibt ein Mensch. Darf man nicht übertreiben. Wie gesagt, es gibt manche Bücher von so vielen Leuten, die loben ihn wie ein Ileh. Ja, der Schirkun. Sogar es gibt manche, die sagen, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam aus Licht erschaffen. Khuliqa min Nur. Die sagen, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam Khuliqa min Nur, aus Licht erschaffen. Aber es gibt Beweise, dass er nicht von Nur erschaffen wurde. Aisha radiallahu anha. Eine Nacht war ihre Nacht. Und auf einmal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aufgestanden, um Qiyam al-Layl zu verrichten. Aisha radiallahu anha. Sie hat gedacht, dass er bei anderen Frauen gegangen ist. Das macht er nicht. Warum? Weil das ist ihr Recht. Sagte, ich habe gedacht, dass er bei anderen Frauen gegangen ist und auf einmal, ich habe seine Füße getreten. Was ist damit gemeint? Wenn Rasulullah aus Licht erschaffen würde, ich kann ihn sehen. Licht. Aber der ist. Schau mal, ماذا قال الله عز وجل؟ إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. أنا بشر, sagt er selber, ich bin ein Mensch genau wie euch, aber ich bekomme Offenbarung. وقال كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. إنما أنا بشر مثلكم أنساك ما تنسون. Ich bin ein normaler Mensch genau wie euch, aber ich vergesse genau wie ihr auch vergisst. يعني die Frage von dem Bruder, La nu'allihu al-Rasasim, huwa Rasulun, der beste Gesandte, der beste Prophet, der beste Mensch. Aber er hat uns beigebracht, dass wir keinen Schirk machen. Waqalati al-Yahudu Uzeirun ibnullah, waqalati al-Nasara al-Masih ibnullah. Und das alles hat nicht mit der Wahrheit zu tun. Wallahu a'lam. Na'am. Nein. Seine Schuhe ausgezogen hat. Dann haben die Sahaba auch die Schuhe ausgezogen. Und dann hat er den Sahaba gesagt, warum habt ihr denn die Schuhe ausgezogen? Ich habe hier Wahid. Nein. Können wir das verstehen? Also blind folgen heißt, die Sahaba, diese Beispiel, was du gebracht hast, sehr gut. Als Beispiel, sehr gut. Hadith Rawi Muslim, Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Und das auch von Sunnah, dass man mit Schuhe auch betet. Warum? Qala sallallahu alaihi wasallam, al-Yahudu la yusalluna bi ni'alihim au fi ni'alihim. Die beten nicht mit Schuhe. Betet ihr mit Schuhe, damit ihr unterscheidet von denen. Allahu Akbar. Die Sahaba hinter ihm. Allahu Akbar. Erste Raka'a, ganz normal. Zweite Raka'a, ganz normal. Bei dritte Raka'a, Rasulullah sallam hat seinen Schuh ausgezogen. Haben sie ihm gefragt? Nein. Das war alles während dem Gebet. Die haben einfach gesehen, dass er seine Schuhe ausgezogen hat. Die haben auch deren Schuhe auch ausgezogen. Danach hat er gefragt, warum habt ihr eure Schuhe ausgezogen? Qalu lahu ra'aynaka. Wir haben dich gesehen, dass du deine Schuhe ausgezogen hast. Deshalb waren wir auch unser Schuhen auch ausgezogen. Damit gemeint hier, die haben ihm blind gefolgt. Warum? Weil die haben gesehen. Wir können jetzt Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht sehen. Aber wir haben Hadith Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
was im Bukhari ist, was im Muslim ist. Hauptsache, dass ein Hadith muss authentisch sein. Solange ein Hadith, der authentisch ist, du darfst ihm blind folgen. Sagte uns zum Beispiel, La yadkhulu al-jannata qattatun. La yadkhulu al-jannata qattat heißt, keiner wird das Paradies eintreten, wenn er Namima macht, lästert. La yadkhulu al-jannata qattatun. Al-qattat huwa an-namam. Al-qattat huwa an-namam. Einer, der lästert. Er wird nicht das Paradies bekommen. Aber das heißt, er wird nicht das Paradies bekommen. Das ist nur eine Art von ängstlich zu machen. Warum? Weil jeder Wahid wird von Jahannam raus. Irgendwann raus und das Paradies bekommen. Hauptsache, dass er Wahid ist. Hauptsache, dass er Muslim ist. Das heißt, diese Hadith hast du gehört. Soll ich ihm nicht blind folgen? Ich folge ihm blind. Warum? Da hat mir Muhammad sagte mir, keiner wird das Paradies bekommen, solange er lästert. Meine Aufgabe ist, ich darf nicht lästern, damit ich das Paradies bekomme. Das heißt, ich folge blind, folgen, solange er etwas sagt, was authentisch ist. At-tabi'uhu. Ich folge ihm also blind. Damit gemeint so. Hast du verstanden, Achim? Das heißt einfach nur, du musst. Na? Ja, das war Najis, ja. Das ist das Problem. Sagte denen, Atani Jibril, warum haben die ihm auch gefolgt? Weil in seinen Schuhen war Dreck, ein Najis. Hat ihn gesagt, Atani Jibril, sagte mir, dass dein Schuhe Dreck hat. Habe ich ausgezogen, deshalb habe ich ausgezogen. Aber schau mal, die Sahaba, die haben nicht von dieser Geschichte gewusst, aber die haben ihn nur gesehen, dass er die Schuhe ausgezogen hat, die haben auch deren Schuhe ausgezogen. Ich gebe dir auch ein anderes Beispiel. Al-Qibla. War Richtung Al-Quds. Im Hadith steht 18 oder 17 Monaten. So hat Muhammad sallam gebetet. Eigentlich alle Propheten, alle Gesandten. Muhammad sallam kam 17 oder 18, hat er auch Muslim, Richtung Al-Quds gebetet. Lakin al-Raslim, er hat einen Wunsch gehabt. Sein Wunsch war, قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. Das heißt, Rasul al-Raslim, der hat gewünscht, dass er Richtung Mekka betet. Und in Moschee ja'a al-Wahi, dass er dreht Richtung Mekka. Qad nara, das heißt, Allah sagte, ich sehe, qad nara taqalluba wajhika fi as-samaa falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram wa haythuma kuntum fawallu wujuhakum shatra. Hat er gewünscht, dass er Richtung Kaaba betet. Und während dem Gebet ataahu al-Wahi, dass er Richtung Qibla betet. Haben die Sahaba ihm gefragt, warum, ja Rasulallah? Die haben ihm nicht gefragt, bin gefolgt. Und noch das, oder dazu, ein Sahabi, der war dabei, und da hat eine Gruppe von Sahaba gesehen, dass sie immer noch Richtung Quds beten. Er sagte, ja, ayyuhan nas, oh Leute, ich habe mit Muhammad sallam gebetet, Al-Qibla schon gewechselt, auch automatisch gewechselt. Die haben auch nicht gefragt, sag uns ein Bescheid, das ist nur ein Khabar Ahad und so weiter und so fort. Nein. Solange man hört, aber als Sahaba, die waren auch vertrauenswürdig. Wenn er etwas sagt, adl. Als Sahaba, la yakdibun. Tuqat, vertrauenswürdig. Qala ya ayyuhan nas, laqad sallaytu ma'a Rasulillah sallam, al-qiblatu qad ghayyirat. Während dem Gebet Richtung Al-Kaaba. Das ist, was ich gemeint habe, blind folgen. إذا سمعت قال صلى الله عليه وسلم فاتبعوا زولانك أين حديث دي أوتنتش إست افعل لأن يتست هذا كان إيش أوي زاقن أخذنا السنة كسنة
Wir machen als Sünder, weil das ist nur ein Sünder, machen wir nicht. Nein, mach. يوم القيامة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. Dein Pflichtgebet, nicht ob gebetet hat, nein, ob du gebetet hast und wie du gebetet hast. صلوا كما رأيتموني أصلي كما قال صلى الله عليه وسلم. Und unser Pflichtgebet, ihr wisst, wie das ist. Ihr wisst, Allahu Akbar, du bist bei Kontoauszug. Du bist woanders. Allah, Allah, qala Rasulullah, qala Rasulullah, kann, also es wird von euch, manche Leute, die werden 60 Jahre beten, Yawm al-Qiyamah, die kommen nichts. Nicht gebetet. Allahu Akbar, du ist einer al-Khushu', der Mut. Al-Khushu' wajib, kama yaqul ulama. Allahu Akbar, du bist ganz anders. Es gibt Leute, die machen nachher Rekord. Tschak, tschak, tschak. Sagst du ihm, wie viele Raka'a hast du gebetet? Was habe ich zuerst gebetet? Der weiß nicht, ob das Dhuhr oder Asr gebetet. Mit welcher Sure? Allah, ich habe vergessen. Ach, man vergisst alles, was mit Religion zu tun hat. Mit Dunya-Sachen sind wir richtig Weltmeister. Es gibt manche Gedanken bei manchen Leuten auch, besser, dass ich nicht so viel weiß. Wenn ich so viel weiß, ich werde auch so viel machen. Lieber so bleiben. Aber wenn das um Dunya geht, wenn ein Bruder heiraten will, er fragt das Ganze, wer ist das? Nein, nicht Umgebung, andere. Nicht Facebook, andere. Instagram? Instagram oder Instagram. Diese. Der hat 10.000 Kaulako. Und dann fragt, wie siehst du die Schwester, was fragen? Aber wenn das um Religion zu tun hat, kein Interesse. Ihtam bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, anna sunna nur, wallahi nur akhi. Wa hayatuna bidun sunnati Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tushawi shay. Ist nichts. Deshalb sind wir so geworden, lanna takhallayna ala sunnati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. السبل sind Ausfahrten, die uns in die Ehre bringt. فتفرق بكم عن سبيله. حالنا هذا وحالنا. Das ist unsere Lage oder unser Umstand jetzt. لسنا شيء ohne سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تدخل الجنة إلا من ورائه. Du bekommst das Preis nur hinter ihm. وليس لك شفيع إلا غيره صلى الله عليه وسلم. فلماذا لا تتبع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الرسل وأفضل الأنبياء وأفضل البشر. أبا حالنا مع سنته الشادة الله الشادة. Wird auf uns stolz sein, wenn er uns trifft. Kann sein, dass er uns sagt, لَقَدْ بَدَّلْتُمْ وَغَيَّرْتُمْ كَثِيرًا. Was wird auch passieren? Die Leute, die werden zu ihm kommen, damit die Wasser von ihm bekommen. Aber der wird sagen, obwohl er, sallallahu alaihi wasallam, er wird zuerst nichts sagen, er will dir geben, solange du von seinen Umma bist. Aber Al-Malaika, تأتي وتقول له يا رسول الله هذا لا ده نشت und sagt auch okay nein fragt sogar warum darf ich ihm kein Wasser geben فتقول الملائكة له إنك لا تدري يا رسول الله ما بدل وغير بعدك nach dir was gemacht hat من البدع أسأل الله عز وجل أن نكون من أتباع سنته أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته